Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Wir kommen zur US-Eröffnung, haben den US-30 vor uns im 15-Minuten-Chart. Wir haben heute zunächst eine Konsolidierung und möchten uns aber nochmals die Situation gestern anschauen. Gestern war der Markt sehr stark. Wir hatten teilweise über 500 Punkte Kursplus. Und der Widerstandsbereich bei 27.325 wurde fast vollständig abgearbeitet. Letztendlich vom Tageshochpunkt bei 27.180 ging es jetzt erstmal abwärts. Was konnte man machen? Wir haben es gestern bereits angesprochen. Vom jeweiligen Hochpunkt konnte man bis zum Tiefpunkt eben ein Fibo ziehen, hier mit diesem schwarzen Fibo dargestellt, um dann eben zunächst die Retracements ausfindig zu machen, sowie dann eben an diesem alten Hochpunkt, der eben vorher Widerstand war, einen Support auszumachen. Diese Situation, die liegt jetzt heute Nachmittag vor. Das bedeutet, wir haben jetzt vom Hochpunkt gestern hier diese Dreierbewegung zum 61er gemacht, dann dementsprechend im asiatischen Handel die Gegenbewegung und jetzt im europäischen Handel einen zweiten Abverkauf genau zu diesem alten Hochpunkt, 26.638 Punkte, dieser Bereich, diese Zone, die ist jetzt erreicht. Letztendlich sind jetzt die Bullen gefordert, um eben diesen kleinen Aufwärtstrend, der jetzt seit Freitag vergangene Woche herrscht, letztendlich beizubehalten. Okay, also wir hatten von Freitag eben hier diese erste Rallye, dann die Konsolidierung, dann gestern abermals die Rallye, jetzt wiederum die Konsolidierung, die jeweiligen Hochpunkte bzw. Retracements wurden bisher idealtypisch eingehalten und wir werden jetzt sehen, wie das Ganze weitergeht. Okay, was ist zur Eröffnung weiterhin vorstellbar? Zum einen eben, dass dieses 38er Retracement bzw. dieser Hochpunkt als Support nicht ausreicht, sondern dass der Markt halt noch einen tieferen Schub benötigt, und zwar in Richtung 61er Retracement. Dieses 61er Retracement, das habe ich hier schon mal eingezeichnet, liegt bei 26.446. Das wäre noch die typische Marke. Okay, welches Retracement letztendlich abgeholt wird bzw. erreicht wird, ist nicht in dem Sinne wichtig, sondern einfach damit man die Zonen kennt, und die wichtige Zone, die ist hier erreicht mit dem alten Hochpunkt. Somit schauen wir weiter, ob sich der Markt von hier dann lösen kann. Viel wichtiger sind die beiden Tiefpunkte, also sprich hier das Wochentief aktuell oder das gestrige Tief, es war ja erst am Dienstag sogar, die 25.994. Warum sind die wichtig? Letztendlich definieren die aktuell einen höheren Tiefpunkt, ausgehend eben vom Freitagstief. Und solange das eben der Fall ist, haben wir hier einen Aufwärtstrend vorliegen, der die Option hat, eben weiter nach oben dann aufgelöst zu werden. Über die große Zeitebene, das ist klar, es liegt nahe, dass wir eben hier einen Hochpunkt letztendlich haben, oder die meisten eben hier die Gefahr sehen, dass wir nochmal einen starken Abverkauf bekommen, also sprich, dass wir hier eine Konsolidierung haben. Wir haben jetzt eine Dreierbewegung hier hoch und bekommen dann eben einen zweiten Abverkauf, also sprich, hier eine Bewegung, Gegenbewegung, zweite Bewegung. Und das ist in Ordnung, das kann man so sehen. Letztendlich sollte man dem Markt nicht seine Meinung aufdrücken, sondern einfach mit dem Kursverhalten des Marktes mitgehen. Und im Moment haben wir eben Folgendes vorliegen, dass wir eben hier einen Tiefpunkt im Juni haben, und seitdem haben wir steigende Tiefpunkte, die man halt deutlich im Tages- und 4-Stunden-Chart, also in sehr hohen Zeiteinheiten, hier sieht. Und das ist hier gegeben, und deswegen orientiert man sich einfach nur an diesen Tiefpunkten. Solange die weiter steigend sind, liegt ein Aufwärtstrend vor, und der Aufwärtstrend
wird sich dann weiter nach oben bewegen. Die Meinung an sich, die lässt sich dann schnell verändern, indem man sieht eben, dass ein Trendbruch vorliegt. Und ja, tendenziell ist diese Strategie besser, weil man eben nicht versucht, einen Top zu erwischen oder zu erraten und dann mit gut Glück halt hier den Trade seines Lebens versucht zu machen, sondern dass man einfach mit dem Markt das ganze Marktgeschehen halt beurteilt und dann sich daran orientiert. Deswegen ist es klar, diese Möglichkeit gibt's. Es ist aber eine Möglichkeit von vielen. Und dementsprechend in den kleineren Zeiteinheiten, da haben wir jetzt die Tage schon darüber philosophiert. Wir haben hier ganz klare Punkte, die einen Bruch möglicherweise dann ja, uns eben mitteilen, und an diesen Punkten orientieren wir uns. Und aktuell, wir haben jetzt immer eine Rallye gesehen, die Retracements wurden eingehalten, und jetzt eben hier wäre nach der Trendfolge weiterhin so zu verfahren, dass wir eben die Rallye hatten, jetzt die Bewegung nach unten, hier in den Supportbereich, und jetzt gilt eben dieser Supportbereich und was der Markt dann draus macht. Potenziell wäre das hier ein Long Setup mit den Stops eben auf den jeweiligen Tiefpunkten. Okay, also hat sich seit, ja wie man will, seit Montag, seit Anfang Juli und so weiter nicht verändert. Okay, soweit dann zum US30. Dann nochmal ein Blick auf den DAX. Dort ebenfalls selbe Situation. Ich gehe hier in eine kleinere Zeiteinheit, 15 Minuten, das reicht. Und zwar ging es auch hier, wir hatten jetzt von Freitag auf Montag diese Rallye, dann eben ein 61er Retracement, ich zeige es nochmal so. Hier mit dem 61er Retracement doppeltief, danach ging es dementsprechend nach oben. Jetzt ist die gleiche Situation, Rallye mit dem Hochpunkt gestern. Auf einem neuen Verlaufshoch sogar seit dem Corona-Einbruch. Und aktuell eben heute ebenfalls ein 38er bereits. Da sind wir jetzt heute drauf. Auch hier im DAX sieht man diese Dreierbewegung. Perfekt. Und jetzt nach der EZB ein kleiner Schub, der sich hier zeigt. Wir sind aber noch unter diesem Zwischenhoch. Und ja, das ist letztendlich die nächste Situation. Was man sich ebenfalls noch einzeichnen kann, wäre das 61er Retracement hier, 710, um einfach dann die Verlängerung hier noch zu bekommen. Und ansonsten wichtig sind dann die jeweiligen Wochentiefs, also hier und hier. Und solange praktisch der Markt so steigend ist in dieser Treppe, dann liegt ein Aufwärtstrend vor, den man potenziell halt ja, versuchen sollte, long zu handeln. Okay, soweit zum DAX, S&P, ähnliches Spiel, gestern die Rallye, aktuell mit dem Tagestief genau das 38er hier erwischt, also Intraday. Und ja, hier gilt es jetzt allgemein, diese Marke, die haben wir jetzt dreimal getestet, also jetzt in dieser Woche bereits zweimal zwischen 230 und 240. Und auch wenn man jetzt in das größere Intervall geht, dann sieht man eben, dass das Juni-Hoch im S&P ebenfalls genau auf diesem Punkt hier liegt. Und hier gilt es halt eben, einen möglichen Ausbruch bei einem Anstieg darüber dann ja, zu handeln.
Okay, vielleicht grundsätzlich einfach mal aus der Theorie geplaudert. Letztendlich, der Markt geht ja hoch, also jetzt unabhängig von der von den Ziffern. Und letztendlich versucht man immer in den Markt zu shorten, immer so einen Hochpunkt zu bekommen. Wichtig wäre doch, wenn das hier ein Trend wäre und man hat hier einen Tiefpunkt und hier einen Tiefpunkt und der Markt macht dann nochmal einen Hoch und so weiter und fällt irgendwann ab. So. Dann ist nicht die Idee, diesen Abverkauf, diesen ersten zu erwischen, wäre auch schön, das passt. Aber viel interessanter ist doch bei dem Trendbruch, dass dann eben ein Retracement kommt und dass man versucht, dieses Retracement dann zu shorten für diesen zweiten Abverkauf. Weil man kann sich dann dementsprechend mit dem Top hier ein Level definieren, wo man weiß, okay, wenn er da drüber steigt, klar, kann ich auch reinlegen. Aber an sich weiß man, okay, das hier wäre mein Risiko, also hier dieser Bereich, für einen möglichen weiteren Abverkauf. Und ansonsten ja, gibt es ja auch keinen Trendbruch, sondern es wird einfach weitergehen. Idealerweise könnte man auch dann hier mit dem Bruch dieses Tiefpunktes dann handeln, damit das Ganze hier auf die Unterseite weiter aufgelöst wird. Aber den Hochpunkt zu erwischen, also zum Beispiel hier, hier oder hier, ist in Ordnung. Man kann es versuchen. Es gibt auch Situationen, wo man das schafft. Aber an sich sollte man versuchen, grundsätzlich mit einem Trend zu gehen. Und zunächst in die Long-Richtung zu handeln. Selbst bei so einem großen Abverkauf, wenn man an einer Unterstützung kauft, gibt es ja tendenziell einen Bounce. Und es wäre ja wiederum ein Long-Anstieg, obwohl man potenziell dann wieder auf Short handeln kann. Also okay, also schauen wir uns dann weiter an, ob hier die Ausbrüche gelingen. Ja, nein. Also wichtige Punkte hier in den Indizes. Ebenfalls wichtiger Punkt hat das Silber erreicht. Und zwar, ich sage es einfach jetzt jeden Tag, weil es wirklich eine große Kursbewegung geht. Und zwar aus dem Wochen- und Tageschart ist der Silberpreis jetzt hier an diesen Widerstand rangelaufen, hier in dieser Box dargestellt und an diese Trendlinie, der die letzten beiden Korrekturhochpunkte miteinander verbindet. Da befindet sich jetzt im Moment der Preis, also seit 2 Tagen sind wir da drin. Das sieht man dann auch an den Tageskerzen. Und hier gilt es jetzt eben, wenn diese Zone rausgenommen wird, könnte sich hier eine Welle 3 der 3 dann einstellen und die würde dann eben diesen Ausbruch hier mit sich bringen. Das nächste Kursziel wäre dann tatsächlich dieses Hoch vom Jahr 2016, also im Bereich 21. Und man sieht, wie sich das Ganze hier aufteilt seit dem Tief. Ich habe hier schon mal die 1 und 2 hinterlegt. Und wichtig ist jetzt hier für den Markt, dass wir hier einen Anstieg haben, diese Dreierbewegung. Und jetzt läuft dann die 3 der 3. Wenn der Ausbruch gelingt, dann gibt es eine Konsolidierung mit einem weiteren Hoch, nochmal eine Konsolidierung und dann ein Schub in den Bereich 25, 26. Warum dieser Bereich? Einfach aus dem Wochenchart. Das sind hier dann die Tiefpunkte letztendlich, hier aus dem Jahr 2011. Sowie der Hochpunkt aus dem Jahr 2013 und das ist dann die wichtige Widerstandszone für den Silberpreis. Danach, das ist jetzt einfach nur ein Ausblick nach der Theorie, schematisch, wenn man diesen Impuls hingelegt hat, würde es wiederum in eine Konsolidierung gehen. Das bedeutet, im Idealfall von diesem Bereich würde der Markt hier einen Rücksetzer wagen. Im Prinzip auf diesen Bereich, wo wir jetzt sind, irgendwo auf die 19. Und von da, falls der Markt dieses Szenario sieht, den Tiefpunkt hier nicht unterschreitet, wäre wiederum eine Rallye dann möglich in den nächsten Jahren.
Also bitte beachten, das ist ein Wochenchart, der dann tatsächlich ja vielleicht hier diesen Hochpunkt bei 50 angreifen kann. Soweit die Idee. Da gibt es ein, zwei Bedingungen eben, und zwar dann dieser Tiefpunkt, der hier, von dem wird dann einiges abhängen. Aber eins nach dem anderen, zuerst geht es eigentlich darum, diesen Widerstand hier rauszunehmen. Und wenn sich dann dieses Muster fertig zeigt, dieser Impuls, dass wir dann eine Dreierbewegung haben und in den nächsten Jahren nochmals dann eine Trading-Chance im Silber erfolgt. Okay, also soweit der Silberpreis. Im Gold, ja, da geht es eigentlich darum, wir hängen hier auch fest. Am Hoch vom September 2012, da sind wir jetzt ran, ja, bewegen uns da ein bisschen hin und her. Und hier geht es eben darum, ob der nächste Schub auf das All-Time-High, also gegen Dollar oder im Dollar gerechnet, gegen den Euro, Yen etc., da sind wir schon auf All-Time-Highs, aber gegen den Dollar eben noch nicht. Und ja, da das Gold aber meist gegen den Dollar abgerechnet wird oder in Dollar getradet wird, ist hier diese Marke 1919 dann wichtig. Und kurzfristig haben wir jetzt seit dem Hochpunkt hier diese Dreierbewegung gesehen. Wir sind hier in diesen Support gelaufen. Und aktuell, ja, handeln wir da dagegen. Wenn der Markt hier über diese Zone geht, gibt sich eine neue Chance, eine neue Rallye. Alternativ wäre der nächste Support dann im Bereich 1780, 1765. Warum diese Marken? Das sind hier dann einfach hier dieser Hochpunkt. Diese beiden Hochpunkte, was vorher eben Widerstand war, ist dann auf der Rückseite Support. Okay, ja, soweit die Edelmetalle. Dann ein Blick auf die Währungen. Wir hatten gestern schon den Euro gesehen. Ein neues Verlaufshoch wurde dort etabliert. Hier mit dem Push auf 14,50. Heute EZB. Ja, seit der EZB haben wir jetzt wieder einen kleinen Bounce nach oben. Letztendlich geht es hier darum, oder die Frage ist, ich habe gestern das Ganze versucht zu erklären. Wir haben hier ein mögliches Dreieck. Ich habe einfach hier diese Zone, die längste Konsolidierung, nach oben gespiegelt. Habe zwei Bereiche, die mich dann interessieren. Diese beiden Extensions, 127 und 161. Und hier wäre ein erstes Ziel. Da waren wir jetzt gestern noch nicht, haben 30 Pips gefehlt. Bei 14,90 und dann das 161er bei 15,80. Das sind so die zwei Marken, die eben ja in diesem Ausbruch erreicht werden. Seit dem Hoch gestern hätten wir ebenfalls nach meiner Lesart eine Dreierbewegung, sprich wir haben hier eine Bewegung, Gegenbewegung, zweite Bewegung heute. Dann kann man intraday durchaus mit dem Tiefpunkt hier arbeiten. Alternativ lässt sich das Ganze auch mit dem Fibo bewerkstelligen. Wer sich daran orientieren möchte, der nimmt dann dementsprechend die gestrige Bewegung und legt dann den Fibo an. Und ja, die Zone, die dann von Interesse ist, ist dieser Bereich, also von 14, also 1,1400 bis 1,1370. Da sind wir jetzt heute sogar schon rein. Und ja, im Moment hält die Zone, sodass der Trend dann weitergehen kann. Okay. Die Frage ist dann dementsprechend immer, ob hier ein Ausbruch erfolgen oder ein Fehlausbruch erfolgen kann. Sprich, dass zum Beispiel von dem Tiefpunkt hier eine Bewegung, zweite Bewegung, Fehlausbruch ist möglich, aber auch hier wieder der gleiche Grundgedanke. Also wir haben hier steigende Tiefpunkte und der wichtigste ist jetzt praktisch hier am Freitag und wir haben jetzt gestern hier nochmal einen, bevor es auf ein neues Hoch ging. Und solange diese Folge eben eingehalten wird, dann ist der Trend einfach aufwärts. Da macht es keinen Sinn, hier in den Markt zu shorten, obwohl der Markt zeigt, oh, ich habe ein neues Hoch gemacht. Ich führe den Trend fort und das meinte ich eben.
dass es keinen Sinn macht, hier auf einen Fehlausbruch in Anführungsstrichen erstmal so zu spekulieren. Okay, soweit zum Euro-Dollar. Dann abschließend im FX-Bereich, der der Dollar-Yen. In Dollar-Yen hatten wir gestern hier diese Zone angesprochen. Die wurde jetzt nicht unterschritten. Abverkauf war stark. Letztendlich aus heiterem Himmel, wie gesagt, jetzt die Trendumkehr. Ein neuer Versuch, hier diesen Widerstandsbereich rauszunehmen. Wenn das gelingt, dann bestätigt es, dass wir hier einen Trend haben und der Markt ja, das hier als Konsolidierung sieht und der Trend nach oben ist. Letztendlich mit einem Ausbruch über 1,0777 ergibt sich die Chance, letztendlich auf 1,0980 dann zu steigen, also im Dollar-Yen. Okay, und auf der Unterseite gleiches Spiel, hier diese Zone. Da haben wir jetzt für die Shorties eine perfekte Lage. Sollte das brechen, ergibt dann direkt hier einen Durchbruch in Richtung 1,06 auf die Unterseite. Okay, genau, heute Abend ist Netflix mit Quartalszahlen. Wir hatten das, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal angeschaut, deswegen hoffe ich, dass der Chart soweit noch da ist. Genau, also vielleicht ein Wort zuerst zur Jahresperformance. Wir haben jetzt seit Jahresbeginn hier einen Anstieg in der Netflix von knapp 80%. Das ist die Jahresperformance, also innerhalb von ja, 7 Monaten, trotz Corona-Abverkauf, wobei der sich bei der Netflix relativ klein gehalten hat, haben ja 80% gewonnen in der Aktie. Genau, wichtig war, dass wir diese Zone, dieses 161er Extension Level bei 543, uns auch letztes Mal schon angeschaut haben, dieses 161er Extension Level. Wie kommt man da drauf? Ist einfach nur aus der Konsolidierungszone hier ja, hoch projiziert, somit dieses Level erreicht. Support ist da. Ansonsten diese Konsolidierungszone, was kann das sein? Also von der Musterfolge her, letztendlich, Sie sehen, dass wir 3 Versuche jeweils hatten, um den Ausbruch zu erzeugen. Der perfekte Trade war letztendlich ab April. In dem Sinne, dass wir diese Zone 384 nach oben durchstoßen haben. Und letztendlich kann man hier entweder von einem Dreieck ausgehen, also so, Dreieck. Alternativ eben eine Konsolidierung, die hier bereits zu Ende lief, zu Ende ging, so. Und wir sind mitten in einer dynamischen Auffächerung. Das bedeutet, wir haben hier einen ersten Schub, Gegenbewegung, tief wird verteidigt. Wir haben dann hier dementsprechend einen weiteren Schub. Also das wäre jetzt dann ein sehr bullisches Szenario und Sie können das ja dann durchführen, einfach nach der Logik, höhere Hochs, höhere Tiefs. Und zwar hat man hier eben einen Anstieg mit einem Versuch eben auszubrechen über die 93, Gegenbewegung. Retracement hält, wiederum Anstieg, Gegenbewegung, dieses Dreieck ist eine schöne Konsolidierung, dieses Rechteck meine ich, bevor es dann weiter hoch ging. Und so ergibt sich dann dementsprechend eine 1, 2, 3, 4 und jetzt ein nächstes Hoch, was dementsprechend einen 5er Impuls finalisieren sollte. Also so in etwa. Dann eine Gegenbewegung und dann ein Hoch in der Welle 3, der 3 im Bereich 736 wäre möglich. Und von der 36 dann nochmals eine Korrektur hier zur nächsten 4. Und dann könnte das sogar noch weiter hochgehen.
letztendlich, wie bewertet man das? Was sind interessante Stops? Wie kann man das handeln? Jetzt ohne auf die Zahlen zu spekulieren, Zahlen, Münzwurf, 50-50, ja, wie Sie möchten. Daraufhin sollten Sie nicht Ihr Trading aufbauen, sondern ja, entweder man hat schon eine Position, lässt laufen, oder man versucht mit schlechten Zahlen, versuchen innerhalb des Trends einzusteigen. Und da sieht man eben, okay, dieser Bereich ist sehr weit weg. Somit hier wäre ein Stop praktisch aus Trading-Sicht gar nicht sinnvoll. Dann haben wir hier diese letzte Konsolidierungszone. Man weiß, bei 400 wäre ein interessanter Stop und so weiter. Und die letzte Information, die uns der Markt gegeben hat, ist eben hier dieser Anstieg, jetzt vor ein paar Tagen. Was man da machen kann, ist dementsprechend einfach diesen letzten Anstieg hier so messen. Dann sieht man, dass dieser Abverkauf, ich meine, am Dienstag war das, ja, genau das 50er Retracement erreicht hat. Und ausgehend eben von dieser Unterstützungszone, also sehen wir hier das letzte Hoch und hier, sollte hier nach Trendrichtung das Ganze weiter nach oben gehen. Und Vorsicht, im Moment würde sich nur ergeben, wenn der Markt diese Zone bei 400 glatt, also 400 Dollar, nach unten rausnimmt. Und ja, das ist letztendlich alles zu sagen. Also grundsätzlich ist es eins auch wichtig, also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Chart sieht, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. So sollte ein Chart aussehen, wenn eine Aktie in einem Aufwärtstrend liegt. Es gibt Situationen, da macht es jetzt ja, tradingtechnisch oder investitionstechnisch keinen Sinn, ja, diese Aktie weiter zu verfolgen, weil eben das meiste am Kursgeschehen entweder weg ist oder einfach das Risikopotenzial vielleicht oder Chance-Risikopotenzial einfach nicht mehr ideal ist. Aber an sich genau so sollte eine Aktie aussehen, die eben in einem Aufwärtstrend liegt. Und wir haben hier ein neues Hoch, also der Trend ist weiterhin gegeben. Der große Trend fällt in der Netflix bei 230. Und jetzt kurzfristig ergibt sich eben aus dieser Situation, dass man eben diesen steigenden Hoch- und Tiefpunkten folgt. Und dann eben ja, das Ganze bis zum Ausreizen der Fibos dann erfolgt. Also hier ist die Zone erreicht. Die nächste Zone nach oben wäre 736. Ich weiß, hört sich verrückt an, aber wird auch nicht über Nacht passieren, sondern stetig. Und hier gilt es eben, dass diese Konsolidierungszone hier, dass das eingehalten wird. Und hier kann man dann eben über die Fibos, also so zum Beispiel den Kurs einordnen, 502, gutes Level, alternativ geht man zu diesem Tiefpunkt und wartet eben die Zahlen ab und schaut sich um, ob man vielleicht bei 460 in den Markt kommt, um was zu bekommen. Genau, eine Dreierstruktur, eine klare, also hier erster Abverkauf, Gegenbewegung, zweiter Abverkauf. Also so sind dann verschiedene Möglichkeiten, muss dann jeder für sich sehen. Für mich ist der Aufwärtstrend hier intakt und hier gilt es dann nur, einen guten Einstieg für sein Trading zu finden. Okay, also ich hoffe, das hilft soweit. Okay, ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche kommen dann, glaube ich, die ersten Tech-Konzerne auch mit den Zahlen. Wir können uns dann jeweils anschauen, wie es dann bei den einzelnen aussieht, ob es Setups gibt. Und ja, morgen bin ich nicht da, deswegen schon mal ein schönes Wochenende vorab. Ab Montag dann in Vertretung für den Kollegen ab 9 Uhr und auch am Nachmittag bis Mittwoch. Und ja, weiterhin good trades, viel Erfolg und ade.